bist ein kleiner, großer Held, der sein Versprechen immer hält. Du fürchtest dich vor keiner Macht der Welt und hilfst den Armen oft mit Gut und Geld. Du bist ein kleiner, großer Held, für den Gerechtigkeit nur zählt. Du bist ein Junge noch und schon ein Mann, ein Freund, auf den man bauen kann. Der steht uns bei, der hat viel Mut, ganz sicher Robin Hood. Du bist ein kleiner, großer Held, für den Gerechtigkeit nur zählt. Du bist ein Junge noch und schon ein Mann, ein Freund, auf den man bauen kann. Der steht uns bei, der hat viel Mut, ganz sicher Robin Hood. Kennt ihr das Gefühl, jemanden überhaupt nicht leiden zu können, obwohl ihr ihn gar nicht kanntet? Vielleicht nur deshalb, weil ein anderer gesagt hat, er sei böse und gemein. Meistens stellt sich jedoch heraus, dass dieser jemand viel netter ist, als man zuerst angenommen hat. Deshalb sollte man nicht zu früh urteilen. Und wer weiß, vielleicht entsteht dadurch eine lange Freundschaft. Gute Arbeit, Bohemi. Ich bin sehr zufrieden mit dir. Ach, das war doch nichts Besonderes, Lord Alvin. Ich habe einfach nur eure Anweisungen befolgt. Und was habt ihr uns dort Schönes mitgebracht? Lass doch mal sehen. Ah! Oh! 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 Kommt besser wieder her, er ist gefährlich. Wenn ich recht informiert bin, hat diese Bestie schon 2 Männer getötet. Ja, das ist wahr. Es ist ein wildes und blutrünstiges Tier. Ausgezeichnet. Das ist genau das, was wir brauchen, um diese kleinen Verbrecher dort in den Wäldern zu vernichten. Und nun, Robin Hood, bleibt mir nur noch dir Glück zu wünschen. Marianne! Was ist denn los? Marianne ist schon wieder weggelaufen, ganz allein und ziemlich aufgeregt. Wahrscheinlich trainiert sie wieder unten am Fluss. Trotzdem, in den letzten Tagen war sie sehr merkwürdig. Ich gehe lieber und sehe nach, was sie macht. Ja, das wird wohl das Beste sein. Hallo, Will? Was ist denn geschehen? Nichts Ernstes, kein Grund zur Sorge. Schweigt still und verschwindet so schnell wie möglich. Euren Wagen hier behalte ich. Ja, Herr. Los, verschwinde. Alle Mann zum Abladen antreten. Vorsicht. Oh, diese Truhe sieht sehr wertvoll aus. Mal sehen, was da drin ist. Yeah! Das Schloss ist sehr widerstandsfähig. Bestimmt ist ein Schatz in der Truhe. Es wurde ja auch mal wieder höchste Zeit für anständige Beute. Das soll ein Schatz sein. Was ist denn das für eine Vulkanbestie? Oh, nein!
das an. Die Jungs haben nicht die geringste Chance gegen dieses blutrünstige Ungeheuer. Sie tun mir fast schon leid. Ich zittere schon vor Angst, wenn ich diese Bestie nur von Weitem sehe. Lass uns hier schnell verschwinden, bevor der Löwe am Ende noch uns entdeckt. Marianne! Wo bist du? Bist du das Little John? Ich suche Marianne. Hast du sie gesehen? Wo ist sie? So ein Ungeheuer. Ich erinnere mich, sowas habe ich schon mal als Kind gesehen. Aber wie kommt es hierher in unseren Wald? Wo sind die anderen? Ich muss ihnen Bescheid sagen, bevor noch eine Katastrophe passiert. Hey, John! Was ist denn mit dir los? Hallo? Ach, du bist's. Du siehst ja ganz weggetreten aus. Hast du vergiftete Pilze gegessen? Nein. Nein, diesmal nicht. Also, um es ganz genau zu sagen, fast wäre ich von einem riesigen wilden Tier gefressen worden. Ich weiß, was es war. Es ist ein Löwe gewesen. Dieses seltsame, langschwänzige Tier heißt Löwe? Richtig. Das Merkwürdige ist, dass es hier in unserem Wald ist, denn normalerweise gibt es bei uns keine Löwen. Dann hör mir mal gut zu. Meine Freunde und ich haben heute Morgen eine Kutsche überfallen. Was du nicht sagst. Sag ich doch. In der Kutsche war eine große Truhe und ich dachte, es wäre ein Schatz dort drin, aber als ich sie aufmachte, passierte es. Ich darf gar nicht daran denken. Ganz ruhig, Little John. Hey, seid vorsichtig, denn das Tier hat sich in eurem Lager versteckt. Im Walde wohnen heißt Nerven schon. Rückwärts gehen musst du verstehen. Ein Löwe in einer Kutsche, da geht doch etwas Seltsames vor. Ich benachrichtige besser Will und die Mädchen. Mit dieser Kunst vertraut sein, um ein geschickter Schwertkämpfer zu werden. Dann bin ich in der Lage, an Lord Elwyn Rache zu nehmen. Oh, dieses Pfeifen bedeutet doch Gefahr. Was ist nur wieder passiert? Da ist er ja.
nur. Barbara! Mit dir alles in Ordnung? Ja, es geht schon wieder. Danke, Robin. Da, der Löwe, er hat dich angegriffen, stimmt's? Nein, es war nicht so, wie du denkst. Wie war's dann? Er ist plötzlich lautlos aus dem Gebüsch aufgetaucht. Aber er hat mich nicht angegriffen, ganz bestimmt. Was? Ich habe Angst bekommen und bin auf die Klippe gelaufen. Vor Schreck bin ich abgerutscht, aber der Löwe hat keine Schuld. Er brüllte um Hilfe und du bist gekommen. Das wundert mich. Warum? Ich weiß nicht. Es ist wahr. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Er wollte mich nicht fressen. Er wollte mich retten, ja. Unglaublich. Der Löwe hat seine Bösartigkeit verloren und ist zu einem Schoßhündchen geworden. Anstatt wild und grausam zu sein, ist er so zahm wie ein Haustier. Man hat uns betrogen und getäuscht und wir sind darauf reingefallen. Ja, genau. Löwe nicht das gefährlichste Tier von allen? Es ist doch merkwürdig, dass er Barbara gerettet hat. Hä? Ja, ich stimme dir zu, das ist sehr seltsam. Aber ich habe nicht gelogen. Der Löwe ist der König des Waldes. Er war ganz lieb zu mir und er hat mich gerettet. Du musst jetzt schlafen. Robin, wo ist Marion? Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir denken. Ich werde sie suchen. Wie kommt nur dieser Löwe hierher? Ich habe das Gefühl, dass Lord Alwyn dahinter steckt. Mhm. Seid ein Betrüger! Anstatt blutrünstig zu sein, ist eure Bestie zahm wie ein Schoßhund. Unmöglich! Er hat schon zwei Männer getötet und nicht irgendwelche, sondern zwei Löwenbändiger. Allein der Gedanke daran verursacht mir eine Gänsehaut. Versucht nicht, mich zum Narren zu halten. Ich habe euch geglaubt und gut bezahlt. Aber euer Versprechen ist nicht eingetreten. Was habt ihr vor? Gnade! Ich habe nicht gelogen, glaubt mir! Nun gut, ich gebe euch noch eine Chance. Sorgt dafür, dass diese kleinen Banditen ausradiert werden, sonst seid ihr ein toter Mann. Ich werde euch nicht enttäuschen! Wenn er seine Aufgabe erfüllt hat, bringt ihn um. Zu Befehl! Gut. Oh nein! Ein Löwe! Ich darf nicht wegrennen. Wenn mir das Schicksal eine solche Prüfung auferlegt, dann muss ich mich auch stellen. Ich werde kämpfen, notfalls bis zum letzten Blutstropfen. Komm her! Ich
habe keine Zeit mehr zu fliehen. Der erste Pfeil muss sicher treffen. Glaube nicht! Triff nicht! Warte auf mich! Barbara, verschwinde hier! Tu es nicht! Bitte tu es nicht! Sei doch vorsichtig! Du bist der mächtige König der Wildnis. Du hast mich schon mal gerettet, weißt du noch? Bitte verschone jetzt auch meine Freunde. Du bist ein braves Tier. Barbara, nicht! Geh nicht noch näher, sei vorsichtig! Bei dir zu bedanken. Sieh nur, was ich dir mitgebracht habe. Das wird dir bestimmt schmecken. Hier. Siehst du, das schmeckt dir gut, nicht? Nein, wie ist das nur möglich? Hört nur. So hört euch das an. Der Löwe schnurrt ja wie ein zahmes Hauskätzchen. Was habt ihr dazu zu sagen? Ich verstehe das auch nicht. Oh, Milva. Oh, jetzt begreife ich. Es ist Milva. Jetzt verstehe ich alles. Blackie, ich komme! Aber... wer seid ihr? Also ehrlich gesagt, ich war bis vor kurzem der Besitzer des Löwen. Und wem gehört er jetzt? Milva. Milva! Was soll das? Ich bin nicht Milva. Das muss wohl so sein. Aber die Ähnlichkeit zwischen dir und meiner Tochter ist so groß, dass ich für einen Augenblick dachte, du wärst Milva. Verstehst du? Als er noch ein Junges war, hat er immer mit ihr gespielt. Und sie war seine beste Freundin. Milva und Blackie sind wie Bruder und Schwester zusammen aufgewachsen, bis Milva an einer schweren Krankheit starb. Von da an hat sich Blackie verändert. Er wurde gewalttätig und aggressiv. Seit der Zeit hat er niemanden mehr an sich herangelassen. Ich hatte gedacht, der Unterricht durch ausgebildete Löwenbändiger würde ihm gut tun. Aber jetzt, wo ich darüber nachdenke, habe ich den Eindruck, all die Schläge, die er bekam, haben ihn nur noch böser und gemeiner gemacht, mein armer Blackie. Was soll das? Was hat das hier alles zu bedeuten, hä? Wir haben genug gesehen. Na los, was steht hier noch rum? Alle Mann hier nach! Oh, die werden uns töten! Guter Blackie, du hast das kleine Mädchen vor diesen gemeinen Verbrechern beschützt. Eure Schulter ist verletzt. Keine Sorge, es ist nur ein Kratzer. Verzeiht mir, ich habe Blackie an Alvin verkauft, weil ich seinen gemeinen Lügen glaubte. Jetzt weiß ich, dass es ein Fehler war. Lord Alvin, dieser Schuft. Dieser hinterlistige Gauner. Diese Banditen leben immer noch. Ihr seid Tölpel und Versager. Euer Geiz hat euch übel mitgespielt. Ihr hättet mehr Geld investieren sollen. Wie könnt ihr es wagen, so mit mir zu reden? Eure Unverschämtheit ist ekelhaft. Oh, ich bitte um Vergebung, edler Herr. Dämlicher alter Narr.
Macht euch um Blacky keine Sorgen. Ich werde bei ihm bleiben, bis er lernt, allein hier in den Wäldern zurechtzukommen. Ist er? Leb wohl, König der Wilder. Es war so schön mit dir. Leb wohl, mein Freund. König der Tiere, leb wohl, mein Freund. Auf Wiedersehen, König der Wälder. Mein geliebter Freund, alles Gute für dich. Leb wohl, auf Wiedersehen. Barbara, sei nicht traurig. Lord Elwin, der Schuft. Er hat ein unschuldiges Tier für seine üblen Machenschaften missbraucht.